Tattoos sind immer noch mega angesagt. Fast jeder Dritte im Karlsruher Schlosspark ist tätowiert. Und das nicht nur einmal. Machen Tattoos also süchtig? Ja, ja, auf jeden Fall, das ist eine Sucht. Kann man schon sagen. Das ist von letzter Woche Mittwoch. Das andere ist vom Februar. Ja, das macht leicht süchtig. Man hat den Adrenalin davon und man will irgendwie mehr und mehr und mehr. Die Füße werden voll, die Beine werden voll, die Arme werden voll, außer den Hals wird alles voll. Wir begleiten heute Sarah aus Karlsruhe, die sich ihr 16. Tattoo stechen lässt. Ihr Ziel? Irgendwann soll der ganze Körper voll sein. Heute lasse ich mir so eine Kokosnuss mit Schirmchen stechen. Jeden Tag Urlaub auf dem Arm. Meine Tattoos erzählen meine Lebensgeschichte. Für mich ist so ein Stück weit, ja, Fotoalbum aus meinem Leben. Auf den Termin musste Sarah nicht lange warten. Sie arbeitet im Tattoo-Studio und lässt sich einfach nach der Schicht tätowieren. Über eine Stunde muss Sarah dafür bei Gast-Tätowierer Alex unter der Nadel liegen. Und das tut manchmal echt richtig weh. Erst freue ich mich und dann frage ich mich, oh nein, warum schon wieder? Ich fühle mich halt auch immer dann rein in den Schmerz. Ja, ist ja gut. Das macht er für extra jetzt. Alex will dazu lieber nichts sagen, sondern einfach nur tätowieren. Er hat die meisten von Sarahs Tattoos gestochen. Mittlerweile hat sie schon gut ein Viertel ihres Körpers zutätowiert. Das reicht ihr aber noch nicht. Tätowieren ist schon stellenweise wie eine Sucht, würde ich sagen. Klar, wenn ich jetzt ein Jahr lang zum Beispiel nicht tätowiert werden würde, würde ich wahrscheinlich auch sagen, jetzt wird es auch mal Zeit, ne? Schon lange keine Farben mehr gesehen. Deshalb lässt sich Sarah alle 3 Monate ein neues Tattoo stechen. Die Nadel unter der Haut spüren. Diesen Kick braucht sie. Der Adrenalinschub, der da kommt, dafür lohnt sich schon, ja, das zu ertragen. Die Leidenschaft für Tattoos liegt bei Sarah in der Familie. Ich glaube, das hat ganz früh schon angefangen bei mir mit dem Thema Tattoos und das Schönfinden, weil mein Papa halt Seefahrer war früher, viel unterwegs. Es war halt früher so ein bisschen verrucht und ich glaube, das war halt auch so ein Stück weit der Weg, wo ich sage, oh, könnte was sein. Sarah will irgendwann komplett zutätowiert sein. Das kommt bei den Karlsruhern aber nicht so wirklich gut an. Also ich finde es irgendwie extrem. So viele Tattoos auf einmal. Ich würde es nicht machen, mir ist es zu viel. Mir persönlich wäre es ein bisschen zu bunt. Es gibt viele, die sagen, boah, hätte es vielleicht nicht eins getan oder so. Absolut. Und ich respektiere denen ihre Meinung auch total. Ja. Aber für mich, mir ist es nicht genug. Und solange ich noch nicht die Schnauze voll habe davon, solange mache ich weiter. Aufhören würde Sarah für niemanden. Außer? Wenn es jetzt zum Beispiel der letzte Wunsch von jemand wäre, der mir nahesteht. Das wäre der einzige Grund, warum ich sage, okay, ich höre auf. Nach knapp einer Stunde ist Sarahs neues Tattoo fast fertig. Aber obwohl sie schon so viele Tattoos hat, ist jede Session immer wieder schmerzhaft. Währenddessen ist es wirklich, da frage ich mich einfach nur, scheiße, warum? Aber es ist einfach, wenn es fertig ist, dann ist man glücklich. Und dieser Moment, dieses Glücklichsein danach, ich glaube, deswegen, das ist für mich der Punkt, warum ich es immer wieder mache. Ja, ich finde es gut. Passt zu mir. Mag ich. Das Ding. Radio, Fernsehen, Internet.